Jo, Leute, Hallöchen und willkommen wieder mal zurück zu Aquas Geschichte hier bei Burst Busily Funimix in der Arena des Olymp, um genau zu sein. Und wie es scheint, ist sie wieder mal die letzte von den dreien, die diese Welt betreten hat, weil nämlich bereits bekannt ist, dass Terra hier der Champion des Turniers ist. Was Aqua natürlich schon interessiert, weil sie möchte ihn ja gerne treffen, aber offenbar ist es verboten, Matches der anderen Gruppe zuzusehen und deswegen muss sie jetzt erstmal das Finale ihrer Seite gegen Zack gewinnen. Das scheint der erste Storyboss von Aqua zu sein. Zuvor musste ich noch 10 Runden gegen normale Unbesiegte kämpfen, das war kein Problem für mich und jetzt geht es halt gegen Zack. Bin gespannt, was der für einen Kampf liefert, weil mit Ventus haben wir ja nie gegen ihn gekämpft. Mal sehen, was der so drauf hat. Ja, bist du bereit? Ja, absolut. I promise Terra I'd face him. Fair and square. The friendship between boys. It almost makes me jealous. Let's fight. Gewinne gegen Zack. Na dann, zeig mal, was du drauf hast, Zack. Hier komme ich, Luftstaccato. Hm, der ist ganz gut. Aber das bin ich auch, mehrere Stunden. Tja, da guckst du blöde, was ich alles kann. Und nochmal, mehrere Stunden. Das ist praktisch, da kann man den Gegner nämlich mit Stopp belegen und dann schön angreifen. Betäubungsklinge! Oh, das war daneben. Wow, Vorsicht. Minentrapez! Und nochmal ihre Stunden. Sie hat doch keine Chance gegen mich. Ich bin einfach besser. Das wirst du gleich merken, Zack, indem ich dich besiege. I've got a long ways to go if I'm gonna become a hero. Really? It's you? Here I thought I'd drop in to see which muscle head was up next, and... Holy Hydras, it's just a little girl, a little lassie, a little bluebird. Hades! I'm sorry. Is that a mosquito? Where did I put that bug spray? Mosquito? So you're Hades. You use Zack and try to cast Terra into the darkness. So, I take it you're acquainted with the spineless chicken heart. Terra is my friend, and I hear he triumphed over the darkness. He's not spineless. Funny, you know, because I heard different. You see, it was Chickenheart who asked me for a little, shall we say, instruction on how to use darkness in the first place. Never! And he was so close to doing it, too, when the sap went and got cold feet! Now, if that ain't cowardly, I don't know what is. But you, my little bluebird, why not flit over here and demonstrate some real courage for the winning team? The darkness doesn't interest me. Well, that was rude. A no thank you, your godliness might have sufficed. Fortunately, I still get to destroy you. Rules say you face me next. And I have a whole lot of darkness with your name on it. Get back here, Hades! Man, if only I were up against him. Aqua. You gotta avenge me and Terra. I will. Na, das ist immer wieder typisch Hades. Der hat echt immer nur Unsinn im Kopf. Aber hey, der Kampf gegen Zack war relativ schnell vorbei. Oh, wir sind ja schon vorher meine maximalen Lebenspunkte gestiegen, als ich die ganzen Unbesiegten besiegt hatte. In diesen 10 Runden. Und jetzt ist wieder meine Deckgröße gestiegen nach dem Kampf gegen Zack. Was ich auch sehr nett finde. Das heißt, jetzt kann ich wieder ein Kommando dazu packen. In die Kampfkommandos. Mal schauen. Für was entscheide ich mich? Was hätte ich denn hier noch so anzubieten? Nochmal Feuerstumpf? Ich weiß nicht. Gucken wir mal. Blablabla. Ne, Auszeit. Das ist jetzt irgendwie so ein Kommando, was eigentlich gar nichts bringt.
wenn das keine Schaden anrichtet. Ja, wie wär's mal mit Feuer? So, aber wenn dann hier so und wieder hier so Kurzwahl, passt schon. Dann einmal noch Vitra wieder zum Leveln. Den Rest habe ich auch eingetan zum Leveln. Nimm Trapez lasse ich, aber das ist super praktisch. Das ist wirklich sehr praktisch. Ja, ansonsten, okay, das heißt, als nächstes geht es wohl gegen Hades persönlich. Ich finde nur, wenn ich ehrlich bin, die englische Aussprache von Hades, die klingt irgendwie voll dumm. Hades, das klingt so, ich weiß nicht, Hades, das hat doch viel mehr Kraft dahinter. Aber naja, es ist halt nur mein Englisch und nicht Deutsch. Leider keine deutsche Sprachausgabe, wird es wohl auch nie geben, hat es damals auch nicht gegeben auf der PSP. Schade drum. Aber ist jetzt auch egal. Ach ja, apropos, das ist mir jetzt erst eingefallen, dass ich da nicht schon früher drüber geredet habe, apropos PSP. Ich habe mich ja einmal gewundert, warum es im Secret Ending von Kinema 2 Final Mix ja in dieser einen Cutscene Capes gegeben hat bei Terra Arc und Ventus. Du wisst schon, so ein Umhang, so ein Cape eben. Und im eigentlichen finalen Spiel ja dann nicht. Das ist eigentlich eine ganz einfache, banale Antwort, weil es zu viel Rechenleistung kostet und die PSP, die hat nicht so viel Power wie die PS3. Dafür kam das Spiel ursprünglich mal raus und quasi aus Gründen der Framerate, damit das nicht ins Stocken gerät, haben die das rausgenommen. Weil was muss ein Cape machen, wenn man sich nicht genau, es muss im Wind flattern und das war scheinbar zu schwer grafisch darzustellen und deswegen haben sie es dann gelassen. Deswegen trägt keiner von den drei Helden ein Cape, auch nicht mit Rüstung oder ohne. Da kommen sie halt ohne aus, aber es ist jetzt eh nicht so schlimm. Sie sehen auch ohne ganz toll aus. Stimmt's, Aqua? Hm? Sexy Aqua? Okay. Weiter geht's gegen Hades. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass der sich noch Verstärkung rufen wird. Aber werden wir ja gleich sehen. Stimmt's, Phil? Ja, bist du bereit? Absolut. Frag mich das doch nicht immer und geh dich doch mal rasieren. Never said one-on-one. No fair, Hades! I suppose that's in the rules. Rule number two. Combatants may call for backup. Maybe you better call yours, Bluebird. He's already here! Don't, Zach. I can do this on my own. Besiege Hades und den Eistitanen! Eben fies ruft er sich erstmal den Eistitan zur Verstärkung. Das ist so unfair. Aber überrascht mich jetzt nicht wirklich, weil wir hatten ja schon mit Ventus in der Mirage-Arena mit dem Eistitan zu tun, deswegen weiß ich das. Und ha! Er hat Hades irgendwie eingefroren, was für ein Vollidiot. So, der Eistitan scheint eh nicht sehr stark zu sein, weil er ist irre langsam. Hades ist bestimmt gefährlicher, also kümmere ich mich erstmal um den Typen. Luftstaccato! Und nochmal, komm schon, 4 Stunden. Ich glaube nur, der Eistitan ist zu groß, um den mit Stopp zu belegen, aber das macht nichts, der ist eh gleich hin. Der ist doch jetzt schon fast hinüber und sagt Tschüss. So, komm her, Hades. Und Minetrapez. Und Eisra. Na, hier kommt der Heat. Hier kommt Asmagica. Mein lieber Hades, das wirst du noch bereuen, dass du dir so billige Tricks anwendest. Ich mache dich fertig. Das ist keine Chance gegen mich. Und Ars Magica. I don't believe this. I knew that snow cone wouldn't cut it. I need a real Titan. Stay tuned! Stupid Hades. Next time I'll put him in his place. Oh yeah, you're the champ. We gotta celebrate. Huh? That won't really be necessary. Hmm.
Hey, how about one date? Oh, you mean, no. I have to leave right away. Besides, I still have so much training to do. Fair enough. And I'm still a work in progress, after all. Huh? Well, how about this? I become a hero, then we go on a date. I can't make any promises. Yes! Great, it's settled. Herohood, here I come. Oh, it's over already? And I finished today's training in record time. Aqua, what's wrong? Your face is red. Nothing. You want to be a hero too, right? Strength alone won't make you into one. I know. Strength alone won't make me a true hero. I'm starting to figure that out. I look at you and Zach, and I can tell there's something more. You've got strength in your heart, too. Never stop trying. And one day you might just become a true hero after all. Terra, you too. Keep fighting. Du kannst jetzt zu Zack einen Dimensionslink herstellen. Erhalten Heldenemblem, ein Schlüsselschwert mit hohem Attackewert und hohem Schaden bei kritischen Treffern. Tja, das war's schon wieder mit der Arena des Olymp und 100% Schätze gefunden. Gut, das war nicht schwer, es gab ja nur 4 Schatz, um für Aqua zu finden. Und das war jetzt aber auch wieder witzig. Ist das sein Ernst? Ich meine, Zack will mit Aqua ein Date? Die beiden zusammen? Ich weiß ja nicht. Sie ist eh total verlegen geworden. Sie ist so, ich kann das jetzt nicht, ich muss Training machen, was weiß ich. So, Menü. Wir haben wieder ein Schlüsselschwert bekommen, was auch Ventus schon mal hatte, aber ich glaube, das wird auch für sie wieder nicht so interessant sein, weil... Heldenemblem... Das geht gar nicht. Das geht ja mal gar nicht. Hat zwar Attackewert 5, aber Magie nur 1. Nein, Leute, das tut mir jetzt leid, aber das werde ich auch nicht verwenden. Weil ihr müsst das wirklich verstehen, Aquas Stärke liegt nun mal in der Magie und nicht in roher Angriffskraft. Und deswegen sind Schlüsselschwerter mit hohen Attackewerten nicht so gut wie mit hohen Magiewerten. Das würde nicht viel bringen. Es ist wirklich nett, dass das Attackewert 5 hat, aber Magie nur 1, das ist mir echt viel zu wenig. Und deswegen bleibe ich weiterhin beim Schicksalswink. Es ermöglicht ihm häufiger kritische Treffer und es ist ausgeglichener. Also, tut mir echt sorry, aber Helden im Leben ist nicht wirklich geeignet für Aqua, in meinen Augen. Aber das hat sie halt automatisch bekommen, weil sie die Welt durch hatte. So, dann gucken wir noch kurz. D-Links. Ah ja, genau, zu Zack. Können wir jetzt auch reinmachen. Kommandos sind D-Link mit Zack. Die Drehangriffe mit flammenden Schlüsselschwert ermöglichen. Versende im Abschlusskommando Bodenschockwellen. Hört sich ja ganz schön geil an. So, dann haben wir hier noch Status. Jetzt haben wir auch wieder den Diamantenstaub-Kommandos-Ziel bekommen. Schaut euch vor, wenn du Eiskommandos einsetzt. Ja, jetzt haben wir wieder alle drei Elementar-Kommandos-Ziele hier vor uns, im Artenstaub, Donnerschlag. Und ihr habt ja auch gemeint, das habe ich auch verwechselt, tut mir auch leid, dass was Ventus da bekommen hat, das ist ja nicht die Klingenaura, sondern Klingenlicht. Das heißt, Klingenaura ist doch ein bisschen anders bei Aqua als das, was Ventus hatte. Das eine ist Klingenaura, das andere ist Klingenlicht, sind also doch zwei verschiedene Kommandostile. Aber ich habe ihn bisher noch nicht aktiviert. Deswegen mal schauen, wie anders das aussehen wird. Und jetzt gehen wir noch in die Berichte. Und dann haben wir hier die Geschichte von der Arena des Olymp. Ja gut, also ein Gespräch mit Herkules, ein Jüngling, der unbedingt Held werden will, bla 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 bla, bla bla bla. Das ist jetzt eh egal. Und jetzt haben wir hier noch die Charaktere. Arena des Olymp. Herkules. Ein Jüngling, der liebevoll nur Herk genannt wird und über unglaubliche Körperkraft verfügt. Er ist zwar ein Göttersohn, doch wurde er als Säugling entführt und seitdem als Mensch auf der Erde muss er leben. So, als er erfährt, dass unser Reich der Götter zurückkehren kann, sobald er auf Erden zum wahren Held geworden ist, beginnt er sich beim Heldentrainer Phil in die harte Schule. Das ist richtig. So, wo steht da eigentlich Philoktet? Das müsste heißen Philoktetes. Das ist doch sein voller Name. Oder einfach nur Phil abgekürzt. Er hat sich eigentlich zur Ruhe gesetzt, auch auf das Drängen von Herkules nimmt er wieder seine Tätigkeit als Trainer auf. Richtig.
So, dann haben wir hier Hades, der Herrscher über das Totenreich. Er plant, den Götterkönig Zeus vom Olymp zu verjagen und selbst die Weltherrschaft zu übernehmen. Menschen, die ihm nützlich erscheinen, beschwatzt er auf raffinierte Weise, um sie für seine Zwecke einzusetzen. Aber ich muss trotz alledem sagen, ich finde Hades als Charakter übelst geil. Ich finde dem seine Art, die ist irgendwie witzig und doch bedrohlich und so. Also eigentlich kann man den nicht so richtig ernst nehmen, wenn der immer ausrastet, so, der geht voll in Flammen auf und so. Also ich finde den trotzdem richtig cool. Und vor allem die deutsche Synchro von Hades aus dem Film, die ist absolut geil gelungen. Es ist halt wirklich schade, dass das Spiel hier nur englische Synchro hat. Da kommt man jetzt nicht in den Genuss von seiner deutschen Stimme, aber ich denke, die meisten werden den Film Herkules kennen und den auf Deutsch gesehen haben. Deswegen denke ich mal, die meisten werden auch wissen, wie sich Hades auf Deutsch anhört. Dasselbe gilt nicht gerade für den Eistitan, weil der redet eh nicht wirklich viel. Er sagt immer so, Zeus, einfrieren oder irgendwie so. Einer von Hades erschaffene Fälschung? Mit dem Kolosseum antrat? Ist das nicht der echte oder wie? Ach, keine Ahnung. Und Zack. Crisis Core Final Fantasy 7, ein Jüngling, der gern ein Held wäre. Unter der Kontrolle von Hades wird er zu einem Krieger der Dunkelheit, doch als er von Terra besiegt wird, findet er wieder zu sich selbst. Seitdem verehrt er Terra als großen Helden. Das muss halt dann eben während Terras Geschichte passiert sein, wovon Aqua nichts mitbekommen hat, weil sie ja erst später kam. Aber ich habe es, glaube ich, eh schon einmal erwähnt, ich hätte das irgendwie echt gerne, wenn der Typ hier, Zack, wenn der in Kingdom Hearts 3 vorkommt. Ich meine, was ich so gelesen habe, stirbt er, glaube ich, in Crisis Core leider. Das ist ein bisschen schade, aber mir persönlich würde es trotzdem gefallen, wenn der in Kingdom Hearts 3 nochmal vorkäme, weil der hat bisher nur hier in Burst by Sleep einen einzigen Auftritt in der ganzen Kingdom Hearts Reihe, was ich etwas wenig finde. Ich finde ihn irgendwie total sympathisch und deswegen, ich würde mich echt freuen, wenn die den in Kingdom Hearts 3 wieder einbauen. Wäre eine geile Überraschung, wenn der wirklich mal wieder vorkäme, aber man weiß es ja nicht. Aber man kann ja nicht alles haben im Leben, ne? Und man darf aber immerhin ein bisschen hoffen und träumen, nicht wahr? Okay, so, das heißt, als nächstes geht es dann mit Aqua in den tiefen Weltraum. Aber da gehe ich jetzt mal davon aus, weil ich ja Ventus' Geschichte schon kenne, dass sie noch vor Ventus in der Welt sein muss, weil sie ja Stitch hier diesen, wie heißt das nochmal, diesen Wegfinder geben wird, also zumindest diesen nachgebauten. Weil erinnern wir uns zurück an Ventus' Geschichte, als er da hinkam, hatte Stitch doch dieses Ding schon in seinen vier Pfoten, was auch immer, und hat da schon scheinbar Terra und Aqua getroffen, weil sonst hätte er ja die Namen nicht irgendwie erwähnt. Also schätze ich mal, dass Aqua, entweder ist sie die erste oder die zweite, die den tiefen Weltraum besucht, also dieses große Raumschiff, wo sie dann halt auf Stitch treffen wird, alias Experiment 626. Und dann bleibt ja eigentlich nur noch mehr hier drüben wieder das Nimmerland. Und wenn wir damit fertig sind, dann keine Ahnung, was wird dann kommen. Ich schätze mal, auch sie wird auf die Insel des Schicksals kommen und zu Jens Stitch, denke ich mal auch. Ich glaube, da werden alle drei hinkommen. Das Einzige, was mich interessieren würde, warum hat sie hier hinten eigentlich nicht die Steppe der Geheimnisse? Wobei gut, das wird ja später mal zum Schlüsselschwert, Friedhof. Vielleicht, da wird dann natürlich wieder das Finale von auch ihrer Geschichte stattfinden, aus ihrer Sicht natürlich. Aber dass sie vorher eigentlich da gar nicht hin muss, so wie Ventus, das ist eigenartig. Aber ist anscheinend so gewollt von den Entwicklern, dass man da nicht hinkommt. Ansonsten, Radiant Garden gibt es jetzt auch nicht mehr was zu tun an sich. Naja, wie gesagt, die Mirage Arena nochmal komplett machen werde ich mit Aqua jetzt nicht. Jedenfalls werde ich es nicht zeigen, weil sie hat wirklich genau komplett dasselbe. Ich meine, wir können eins machen, wir können in dem Part noch schnell kurz reingehen, damit er nicht zu kurz ausfällt. Einfach mal so kurz die Welt besuchen. Willkommen wieder in der Mirage Arena. Und genau, ich darf hier wieder hier auch meine Farbe der Rüstung anpassen. Das ist aber eigentlich nur deswegen, weil in der PSP-Version gab es in der Mirage Arena auch einen Multiplayer-Modus. Der wurde aber leider, aus welchen Gründen noch immer, aus der PS3-Version gestrichen. Aber das ist halt übrig geblieben. Da konnte man seine Rüstung umfärben, damit man sich halt da, wenn man gegeneinander kämpft, sich voneinander unterscheiden kann. Ja, meine Lieblingsfarbe ist ja blau, so färben wir den noch etwas blauer ein. So, bisschen Rot weg, bisschen Grün vielleicht noch dazu,
Ah, das sieht doch schön aus. Ein richtig schönes Azurblau. Das passt. Das steht Aqua doch ausgezeichnet. Richtig schön. Aber ansonsten, das Problem ist halt bei Aqua, und das wird auch bei Terra so sein, dass die Mirage-Arena wieder auf Stufe 1 ist. Dumm, kann ich dazu nur sagen. Richtig dumm. Ihr seht schon hier, ne? Arena-Stufe ist wieder auf 1. Das heißt, ich kann die gesamte Mirage-Arena nochmal aufstufen. Das finde ich irgendwie voll blöd, dass das nicht übertragen wird. Aber die Entwickler, wenn sie gedacht haben, das ist dann doch zu einfach für den Spieler. Das heißt aber dann auch, dass ich in der Arena nur den Tag der Abrechnung machen kann. Ja. Und, ach so, Retourkutsche auch schon. Und das Seeungeheuer auch. Das kann sie alles schon machen. Also Retourkutsche ist klar. Scheinbar nochmal ein Kampf gegen die Horrorkutsche, weil das war ja ein Storyboss von Aqua. Allerdings konnte Ventus das nie machen, weil wir ja mit Aqua die Geschichte noch nicht gemacht hatten bis zu dem Zeitpunkt. Deswegen ist ja logisch, dass das da noch nicht da war. Tag der Abrechnung ist halt dann wieder Eisenwärter 1 und Seeungeheuer ist nochmal das mit Monströ. Und da müsste ich halt wieder die Arena so weit aufleveln, bis Stufe 25 in meinem Fall im Final Mix, dass ich wieder auch mit Aqua Ultima bekommen kann. Weil diese Schlüsselschwert können ja alle drei bekommen. Ich müsste auch wieder insgesamt 7-mal auf einem Kommandobrett gewinnen, dass ich auch da wieder Level-Ups für die Arena bekomme und auch wieder die Karambolage-Rennen unter einer gewissen Zeit schaffen. Das werde ich aber alles größtenteils offscreen erledigen, weil es eh alles das gleiche ist. Und das ist für euch dann auch langweilig. Und die ganze Arena nochmal zeigen werde ich ehrlich gesagt auch nicht, weil das auch genau dasselbe ist. Bis auf ein paar ganz wenige Missionen. Also zum Beispiel eben hier Retourkutsche. Das hatten wir bei Ventus noch nicht, aber lasse ich jetzt ehrlich gesagt mal. Also im Moment, es ist halt wirklich so, dass wir die Arena nochmal neu aufstufen müssen, wenn ich dann Terras Geschichte mache. Genau dasselbe ebenfalls wieder von vorne. Auch wieder die Arena aufstufen. Das finde ich halt ein bisschen langatmig, aber mir wird nichts anderes übrig bleiben. Ich hätte nämlich auch gerne für Aqua später dann das Ultima Schwert, aber das wird sowieso noch dauern, weil ich noch nicht mit der Story weit genug vorangeschritten bin, um überhaupt alles machen zu können. Deswegen würde das jetzt eh noch keinen Sinn machen. Also ich bin jetzt eigentlich nur hierher gekommen, damit ihr mal seht, Arena ist echt wieder auf Stufe 1 unten. Dass wir alles wieder von vorne machen müssen. Genauso wie mit Medaillen sammeln und so weiter. Das steht das dann eigentlich wieder hier unter, ja, unter Berichte. Da haben wir wieder die Spielstatistik. Jetzt haben wir hier die Arena-Mission drin, genau. Ist alles wieder drin, ne? Erhalte insgesamt mehr als 300 Medaillen. 1000, 3333, 5555, 7777 und 9999. Aber ich finde wirklich, dass das am schnellsten geht, wenn man immer wieder das Seeungeheuer macht, weil da bekommt man eigentlich immer relativ viele Medaillen. Ich weiß gar nicht, wie 675 oder so. Das ist schon eine ganze Menge. Da kriegt man schon ordentlich viel zusammen. Wenn man das ein paar Mal macht, dann ist man eigentlich relativ schnell auf die 9999, also es kommt einem viel vor, aber wenn man die Mission immer wieder macht und schon stark genug ist, dann kriegt man das eigentlich ganz schnell hin. Und natürlich hier wieder, ihr seht schon, geächter Wächter, Doppelgänger, einem Anime, das ist alles schon drin, weil wir das, eiskalt erwischt auch, also weil wir das schon mit Ventus mal gemacht hatten. Und genau, Karambolage-Rennen, beende 5 Runden auf der und der Strecke in unter 2,5 Minuten, 5 Minuten, 5,5 und so weiter und gewinne 1, 3, 5 und 7 Partien auf dem Kommandobrett. Darf auch wieder 7-mal das gleiche sein, das ist alles egal. Das werde ich alles offscreen machen, weil es eh langweilig ist für euch. Aber mir wird nichts anderes übrig bleiben, als es trotzdem zu versuchen und auch erfolgreich zu sein. So, also das nur mal kurz zur Mirage-Arena im Fall von Aqua. Wird größtenteils offscreen erledigt, weil es einfach keinen Sinn macht, das normal zu zeigen. Das habt ihr mit Ventus jetzt eh schon alles gesehen. Das wäre sonst irgendwie lame. Also, raus hier, Mann! Und das heißt, im nächsten Part geht's dann halt, wie gesagt, schon in den tiefen Weltraum. Und dann bleibt nur noch mehr das Nimmerland übrig. Aber alles schön der Reihe nach. Vor allem, wenn ich die Welt nicht fertig habe, komme ich hier sowieso noch nicht hin, weil die immer noch so dunkel ist. Also muss man erstmal diesen Dreierkreis hier abgeschlossen haben. So ist das normal. Also dann, ich freue mich wieder sehr auf diese Welt, weil ich finde Stitch irgendwie voll süß und kuschelig. Und den kann man einfach nur lieb haben und die Welt ist irgendwie auch cool und interessant. Auch wenn es irgendwie schade ist, dass man eigentlich nur auf diesem Raumschiff ist und sonst nirgendwo anders. Man ist nur dort, nicht irgendwie so auf Hawaii und so. Das kann auch nur nicht sein, weil, klar, da ist Stitch noch unter X-Men 6x6 angeführt mit dem Namen und ist noch da in seinem Raumanzug und so, der kann ja doch gar nicht auf der Erde gewesen sein. Das ist alles dann erst später, das hat man am Ende von Ventus Geschichte gesehen, wie der zum Hypersprung ansetzt und dann wusch! Und dann ist er einfach mal weg und dann schätze ich mal wieder irgendwie auf die Erde kommen, aber das
die sieht man jetzt nicht so direkt. Ah, egal. Auf jeden Fall, im nächsten Part dann der tiefe Weltraum mit Aqua. Ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal.